1944. Niederlagen an allen Fronten. Hitlers Helfer fangen an, über das Undenkbare nachzudenken. Offiziell wird die Lage beschönigt, aber hinter den Kulissen ist klar, sie ist katastrophal. Josef Goebbels und Martin Bormann bleiben loyal. Fürs Erste. Hermann Göring trifft Vorbereitungen für ein Leben nach dem Krieg. Göring wollte immer an die Spitze und noch mehr Macht. Der Massenmörder Heinrich Himmler verhandelt heimlich mit den Alliierten. Er spielt ein gefährliches Spiel mit höchstem Einsatz. Einer der engsten Komplizen scheint sogar in eine Verschwörung verwickelt, Albert Speer. Wer Deutschland retten will, muss Hitler opfern. Hitlers Helfer. Eine Geschichte von maßloser Eifersucht, Gier und Rivalität. Der innerste Kreis der Macht im Dritten Reich. Seine tödliche Dynamik führt die Welt in den Abgrund. Sommer 1944. An Frankreichs Küste landen britische und amerikanische Truppen. Hitlers Wehrmacht kann die Invasion nicht verhindern. An der Ostfront zerschlägt die sowjetische Armee eine ganze deutsche Heeresgruppe. Der Himmel über Deutschland wird beherrscht von feindlichen Flugzeugen. Hitler ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Nachrichten von der Front verdrängt er. Einer weicht jetzt kaum noch von seiner Seite. Martin Bormann. Er ist kein glanzvoller Typ, eher unauffällig und im Volk unbekannt. Er redet nicht viel, aber auf eine unheimliche Weise merkt man, dass er immer in der Nähe ist. Bormann versteht es, aus Hitlers notorischem Misstrauen Kapital zu schlagen. Bormann ringt ständig um mehr Macht. Er redet Hitler ein, dass er nur ihm trauen könne und zieht den Kreis derer, die zu Hitler dürfen, immer enger. Bormanns Macht in den letzten zwei Jahren war immens, da er letztlich den Zugang zu Hitler kontrollieren konnte. Er konnte kontrollieren, wer zu ihm hin konnte, wer nicht mehr zu ihm hin konnte. Das Führerhauptquartier, die sogenannte Wolfsschanze, liegt versteckt in den Wäldern Ostpreußens. Ein einzelnes Eisenbahngleis führt zur streng bewachten Festung. Von hier aus führt Hitler seinen Krieg. Heute ist ein Besuch von Italiens Diktator Benito Mussolini geplant. Vorher steht noch die tägliche Lagebesprechung auf dem Programm. Plötzlich eine Explosion. Eine Bombe, platziert unter dem Tisch der Lagerbaracke. Vier Tote, 9 Schwerverletzte. Auch Hitler wird verletzt, doch er bleibt am Leben. Hitler ist nur leicht verletzt. Geplatzte Trommelfelle, Schnitt und Brandverletzungen, aber nichts Ernstes. Wer ist der Verräter? Er kann nur aus den eigenen Reihen kommen. Die einzigen, die überhaupt eine Chance hatten, Hitler zu töten, waren die, die in seine Nähe kamen. Sofort beginnen die gegenseitigen Anschuldigungen. In der NSDAP herrschen Neid, Korruption und Machtkämpfe. Keiner aus dem engsten Kreis ist unverdächtig.
Gut 600 Kilometer westlich in Berlin erhält Josef Goebbels die Nachricht aus der Wolfschanze. Er brennt darauf, seine Loyalität zu beweisen und potenzielle Rivalen zu schädigen. Das Attentat gibt Goebbels die Gelegenheit zu glänzen und seinem geliebten Hitler zu zeigen, dass er das Zeug zum Anführer hat und nicht nur zum Propagandaminister. Goebbels legt los. Für kurze Zeit zeigt er diese Aggression, die ihn vor 1933 viel Erfolg gebracht hat. Goebbels Angriffsziel im engsten Kreis ist ohnehin geschwächt. Er kommt frisch vom Krankenbett und steht als Rüstungsminister unter großem Druck. Albert Speer. Speer gehört nicht zu den alten Kämpfern aus den Anfängen der Partei. Hitlers Gunst hat er durch sein Faible für Architektur gewonnen. Für Hitler ist er nützlich. Und außerdem verbindet sie dieses Interesse für Bauten. Hitler wäre selbst gern Architekt geworden. Speer errichtet Nazi-Megabauten. Er ist gleich zu Beginn erfolgreich. Goebbels ist lange Zeit ein Bewunderer von Speer. Doch als dessen Stern immer weiter steigt, schlägt die Bewunderung um in Eifersucht. Goebbels und auch Speers Beziehung zu Hitler hat eine homoerotische Komponente. Seit 1942 ist Speer Rüstungsminister und damit einer der mächtigsten von Hitlers Helfern. Goebbels hat den Verdacht, Speer glaube nicht an den Endsieg. Hat er deswegen ein Attentat auf Hitler in Auftrag gegeben? Die Möglichkeit jedenfalls, eine Bombe in Hitlers Hauptquartier zu deponieren, hätte Speer gehabt. Er leitet die Organisation TOT, die Zwangsarbeiter für Bauprojekte bereitstellt. Auch in der Wolfsschanze gibt es solche Zwangsarbeiter. Goebbels ist Speer gegenüber sehr misstrauisch. Er bestellt ihn zu sich und fordert, ihm alles zu erzählen, was er weiß. Speer ahnt nicht, dass er verdächtigt wird. Goebbels will ihn zu den Zwangsarbeitern in der Wolfsschanze befragen. Goebbels wirft Speer vor, er habe die Zwangsarbeiter unbeaufsichtigt auf dem Gelände arbeiten lassen und dadurch die Sicherheitsmaßnahmen ignoriert. Vielleicht hat er das absichtlich getan. Vielleicht ist er der Verräter. Plötzlich überstürzen sich die Ereignisse. Speer und Goebbels blicken aus dem Fenster und sehen Soldaten aufmarschieren. Sie wissen nicht, ob das die Regierung schützen oder stürzen soll. Bewaffnete Soldaten des Wachbataillons Großdeutschland beziehen Stellung im Berliner Regierungsviertel. Schnell wird klar, das Attentat auf Hitler ist Teil einer Verschwörung, eines Putschversuchs von Teilen der Wehrmacht. In der Wolfsschanze in Ostpreußen erfährt Bormann, dass ein kriegsversehrter Oberst mit nur einer Hand das Gelände kurz vor der Explosion verlassen hat. Dabei kann es sich nur um einen handeln. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er hatte an der Lagebesprechung mit Hitler teilgenommen. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, war der Einzige, der nahe genug an Hitler herankam, um ein Attentat zu verüben. Er hatte für Deutschland seine Gesundheit geopfert, was ihn vertrauenswürdig erscheinen ließ. Stauffenberg kam aus einer Adelsfamilie und war ein Offizier alten Schlags. Er war sicher kein Demokrat, eher Nationalist, aber er wollte nicht, dass Deutschland in den Schmutz gezogen wird. Die Nachricht vom Attentat erschüttert die Nazis. Denn die Verschwörer sind Offiziere der Wehrmacht. Es ist im Grunde ein moralischer Aufstand des deutschen Militärs gegen die Gräueltaten der Nazis.
Viele Offiziere wussten von den Massenmorden im Osten. Der Aufstand des Gewissens will vor allem eins: den Krieg beenden. Für Hitler ist das der ultimative Verrat. Der Diktator hält sein Überleben für ein Zeichen der Vorsehung und will Rache. Stauffenberg fliegt nach Berlin, um den Putsch zu koordinieren. Deckname: Operation Walküre. Das Ersatzheer soll ganz offiziell im Fall von Hitlers Tod die Macht übernehmen. Operation Walküre läuft an. Die Wehrmacht soll die Kontrolle übernehmen. In ganz Deutschland. Die Verschwörer wollen den ursprünglichen Plan Walküre nutzen, nachdem strategische Punkte in Berlin und anderen Städten besetzt werden sollten. Aber es gibt eine entscheidende Lücke. Man ließ Goebbels eine offene Telefonleitung zur Wolfschanze. Dadurch konnte er handeln. Unter Hitlers Helfern herrscht Panik. Jeder ist verdächtig. Alle wollen wissen, wie weit das Komplott geht. Sind nur Generäle und Adlige beteiligt oder auch Nazis? SS-Chef Himmler soll die Lage in Berlin unter Kontrolle bringen. Zu den größten Nutznießern des Attentats zählt Himmler. Überwachung und Sicherheit werden drastisch verstärkt. Und dafür zuständig ist die SS. Er kann all die Feinde des Reichs verfolgen, was er schon immer wollte. Himmler befiehlt der Gestapo, mögliche Verbindungen zwischen Top-Nazis und den Attentätern aufzudecken. Sein Hauptverdächtiger ist ein Mann mit besten Kontakten zu Wirtschafts- und Adelskreisen: Hermann Göring. Er ist ein hochdekorierter Held aus dem Ersten Weltkrieg mit einem sehr aufwendigen Lebenswandel. Das macht ihn zum leichten Ziel für die Radikalen in der Nazi-Führung. Individuals within the senior Nazi hierarchy. Nicht ahnend, dass ihn sein alter Feind Himmler im Visier hat, macht sich Göring auf den Weg zu Hitler nach Ostpreußen. Trotz seiner Verletzungen, Trommelfell, Wunden an Arm und Bein, besteht Hitler darauf, Mussolini wie geplant zu empfangen. In Berlin kämpfen die Putschisten gegen das Regime. Das Propagandaministerium mit Goebbels und seinem Gast Speer ist umstellt. Kommandant der Wachsoldaten ist Major Otto Ernst Rehmer. Rehmer glaubt, Hitler sei tot und ahnt nicht, dass er Teil eines Putschversuchs ist. Aber die Verschwörer haben Goebbels Telefonleitung nicht gekappt. Er ruft Major Rehmer zu sich und erklärt ihm, sie müssen sofort aufhören. Hitler lebt. Rehmer ist sofort auf Linie und lässt seinen Vorgesetzten, einen der Verschwörer, verhaften. Von Himmler gehen Befehle ins Reich, Operation Walküre sofort einzustellen. In Berlin war die Aufregung natürlich groß. Es gab viele, die von dem Attentat gehört hatten und hofften, Hitler sei tot. Propagandaminister Goebbels weiß, was zu tun ist. Ein Lebenszeichen von Hitler wird den Putsch sofort ersticken. Alle müssen wissen, der Diktator hat das Attentat überlebt. Wenn die Nazis eines können, dann ist es kommunizieren. Sie müssen das Volk überzeugen, dass alles weiterläuft. Aber bei der Übertragung gibt es technische Schwierigkeiten. Und das Gerücht, Hitler sei tot, verbreitet sich schnell. Wird die Ansprache nicht bald gesendet, kann die Herrschaft der Nazis in Gefahr geraten. Kurz nach Mitternacht
ist es soweit. Plötzlich hört man Hitlers Stimme im Radio. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das auf zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Die Stimme des Führers hat immer noch große Wirkung. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Der Putsch ist gescheitert. Die Verschwörer wissen, dass sie verloren haben. Viele Deutsche empfinden das als eine Art Rettung. Wenn der Führer lebt, ist der Krieg vielleicht noch zu gewinnen. Die Rache des Regimes nimmt ihren Lauf. Stauffenberg und drei Mitverschwörer werden erschossen. Das NS-Regime erklärt auch die Familien der Verschwörer zu Volksfeinden. Selbst die Kinder kommen in Haft. Das alles kann jedoch nicht verschleiern, dass der Widerstand gegen die Nazis an Zulauf gewinnt. Aus vielen Schichten der Bevölkerung. Der deutsche Widerstand ist extrem heterogen. Hier finden wir Liberale neben Konservativen, die zunehmend besorgt sind, dass der Krieg verloren gehen wird. Himmlers Geheimdienst sucht nach weiteren Unterstützern des Widerstands. In einem Safe finden SS-Männer eine Liste. Mit Namen für eine Regierung der Verschwörer. Neben der Spalte Rüstungsminister steht Speer. Albert Speer, Rüstungsminister und Vertrauter Hitlers, Minister in einer Regierung der Hitler-Gegner. In den belastenden Dokumenten steht auch eine Einladung der Verschwörer für ein Treffen mit Speer. Himmler gibt Befehl, weitere Hinrichtungen sofort zu stoppen. Um gegen Speer vorzugehen, braucht er weitere Informationen. Und Tote reden nicht. Sie werden so lange gefoltert, bis sie aussagen. Und dann doch erhängt. Im Reich kursiert schon das Gerücht, Speer sei verhaftet und hingerichtet worden. Doch die Gestapo findet keine stichhaltigen Beweise gegen Speer. Die Einladung zum Treffen mit den Widerständlern hatte er abgelehnt. Speer sagt ab, weil er zu viel zu tun hat. Und das stimmt sogar. Speers Name auf der Liste ist wohl nur eine Wunschvorstellung der Verschwörer. Zu seinem Glück standen neben seinem Namen ein Fragezeichen und die Notiz, falls möglich. Es ist gefährlich für Speer, aber das Fragezeichen entlastet ihn. Ohne das Fragezeichen und die Anmerkung, falls möglich, hätten die Nazis angenommen, dass er zugestimmt hatte, Teil einer Regierung ohne Hitler zu sein. Dann wäre er als Verräter gehängt worden. Hunderte echte und vermeintliche Unterstützer des geplanten Staatsstreichs werden verhaftet. Roland Freisler, der Präsident des sogenannten Volksgerichtshofs, inszeniert vor laufenden Kameras Schauprozesse gegen die mutigen Männer, die Hitler töten wollten. Mehr als 100 Beschuldigte werden hingerichtet oder in den Tod getrieben. Einige der Hinrichtungen werden gefilmt. Hitler will sie sich später ansehen. Die Komplizen des Diktators versuchen, Kapital aus der Situation zu schlagen. Mann der Stunde ist Joseph Goebbels. Seine flammende Rede zum totalen Krieg, zur bedingungslosen Opferbereitschaft, war Anfang 1943 von Hitler noch zurückhaltend aufgenommen worden. Nach dem Attentat stellt sich der Diktator jetzt voll hinter Goebbels
und seine Pläne für den totalen Krieg. Einen Moment lang scheint es, als habe er die volle Kontrolle über die Kriegsführung und vor allem über die Ressourcen des Reichs. Das heißt, Goebbels hat jetzt deutlich mehr Macht. Goebbels will 1,2 Millionen Zivilisten aus den Fabriken an die Front bringen. Auch alte Männer und Kinder. Kanonenfutter. Menschenleben spielen keine Rolle mehr. Und Goebbels ist nicht der einzige radikale Top-Nazi, der eine neue Chance bekommt. Als Organisator des Holocaust hat SS-Chef Heinrich Himmler bislang vor allem Krieg gegen Zivilisten geführt. Jetzt will er endlich selbst Feldherr sein. Seit 1918, als er zu spät für die Front volljährig geworden war, träumt er davon, sich als Soldat zu beweisen. Über militärischen Sachverstand verfügt der Massenmörder nicht. Eigene Divisionen hat er schon. Die sogenannte Waffen-SS. Mehr als eine halbe Million Mann. Gut ausgerüstet und zu allem entschlossen. Gefürchtet vor allem wegen zahlloser Kriegsverbrechen. Erst an der Westfront, später an der Ostfront wird Himmler Kommandeur großer Frontabschnitte. Er soll den Vormarsch der Gegner auf deutsches Gebiet verhindern. Jetzt hat er also militärische Macht. Er ist Befehlshaber eines Millionen-Mann-Heeres und fühlt sich endlich als Soldat. Er ist nicht nur SS-Chef, sondern Feldherr. Das bedeutet ihm viel. Und noch wichtiger, endlich scheint er Görings Position als zweitwichtigster aller Nazis übernommen zu haben. Oder ist es eine Falle? Eine Intrige des unheimlichen Strippenziehers im Hintergrund? Es gibt die Theorie, dass Bormann Hitler überzeugt hat, Himmler ein militärisches Kommando zu geben, damit er scheitert. Falls das stimmt, ist Bormanns Timing perfekt. Gegen die Übermacht der Alliierten stehen Himmlers Truppen auf verlorenem Posten. Gleichzeitig verschärft sich der Konflikt mit einem anderen führenden Nazi. Der ist gerade erst dem Galgen entronnen und fällt seitdem durch Aktionismus auf. Albert Speer. Mit Himmler streitet er um Arbeitskräfte. Himmler will sie für die Front, Speer für die Fabriken, um Flugzeuge und Bomben zu bauen. Himmler setzt sich durch. In dem Moment hat Himmler einfach mehr Macht. Doch wenn er an der Front weiter scheitert, kann es damit schnell vorbei sein. In der Wolfsschanze glaubt Hitler noch immer an den Endsieg. Seit dem Attentat steht er unter starkem Medikamenteneinfluss. Er entwirft einen letzten, verzweifelten Plan, die Alliierten zu schlagen. In den Ardennen, einem Gebirgszug an der Westfront, soll die deutsche Armee mit allen Reserven angreifen, Amerikaner und Briten zurückdrängen und einen Separatfrieden im Westen erzwingen. Die Deutschen wollen bis Antwerpen vordringen, die Alliierten einkesseln, Hunderttausende gefangen nehmen und so das Reich retten. Die Ardennen-Offensive ist für die Deutschen das letzte Aufbäumen. Sie wollen im Westen angreifen, mit denselben Methoden und teilweise auf den gleichen Schauplätzen, auf denen sie 1940 erfolgreich waren. Der Blitzkrieg von 1940 hatte zwei entscheidende Faktoren: schnelle Panzer
und eine starke Luftwaffe. Die aber fehlt 1944. Göring ist erheblich geschwächt, aber immer noch Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Er nimmt Drogen und fantasiert ständig über die Schlagkraft der Luftwaffe, die aber von Briten und Amerikanern schon zerschlagen ist. Die deutschen Angreifer stehen vor einer unlösbaren Aufgabe. 200.000 Mann mit 600 Panzern sollen die Kriegswende erzwingen. Strategisch gesehen ist der Plan genial. Doch das Problem war, dass Treibstoff, Waffen und Männer fehlten, um ihn auszuführen. Es ist aussichtslos. Das Wetter ist furchtbar. Es ist unmöglich, Truppen und Material an die Front zu bringen. Immer wenn ein Flugzeug am Himmel auftaucht, müssen sie in Deckung gehen. Deutschland hat im Winter 1944-45 nicht mehr die Kraft für eine Großoffensive. Es ist zu spät. SS-Einheiten spielen bei der Ardennenoffensive eine zentrale Rolle. Aber Himmler darf die Operation nicht leiten. Als Kommandeur ist der Massenmörder ein Stümper. Mitte Januar 1945 bricht der deutsche Angriff in den Ardennen zusammen. Himmler wird versetzt. Jetzt soll er mit seinen Divisionen helfen, Berlin gegen die Rote Armee zu verteidigen. An der Ostfront ist er zahlenmäßig völlig unterlegen und ihm fehlt das Können für eine gute Verteidigung. Es gab deutsche Befehlshaber, die brillant in der Verteidigung waren. Es gab Befehlshaber, die absolut rücksichtslos waren. Himmler war keines von beiden. Falls Bormann auf ein Scheitern des SS-Chefs an der Front gehofft hat, er müsste jetzt jubeln. Himmler muss aus allen Richtungen Niederlagen einstecken. Himmlers Ansehen ist schwer beschädigt. Hitler wirft ihm offen Ungehorsam vor. Dieses Scheitern versetzt Himmlers Selbstbewusstsein einen Schlag. Dabei hat er die SS von der kleinen Truppe, die sie in den 1920ern war, zu einem Staat im Staate aufgebaut, der Nazi-Deutschland kontrolliert. Himmler will zurücktreten, traut sich aber nicht, Hitler die Nachricht zu überbringen. Ihm fehlt der Mut, Hitler dies einzugestehen, denn er wollte so gerne erfolgreich sein. Also beauftragt er jemand anderen, Hitler zu informieren, und verschwindet. Himmler zieht sich ins Sanatorium Hohenlüchen zurück, wo er sich wegen Stress und Magenschmerzen behandeln lässt. Wo ist er? Er simuliert eigentlich. Er behauptet, unter der Last seiner Ämter zu leiden. Aber ich glaube, er hatte ganz andere Pläne. Der Krieg ist verloren und nach seinem Scheitern als Befehlshaber droht seine Macht in Hitlers Reich zu zerfallen. Himmler wechselt die Strategie. Als erstes will er die mörderische Vergangenheit loswerden. Himmler, der Mann, von dem Hitler so lange denkt, er sei ihm treuer als alle anderen ergeben, will sich vom Holocaust distanzieren. Ausgerechnet er, der den Massenmord federführend organisiert hat. Im Januar 1945 befiehlt Himmler die Schließung der Todeslager und die Sprengung der Gaskammern. Die Alliierten sollen keine Spuren des Holocaust finden. Hunderte Massengräber von Erschießungen im Osten lässt Himmler von Sonderkommandos öffnen. Die Leichen werden verbrannt. Die letzten Opfer der Deportationen haben Glück im Unglück.
Der SS-Chef will sie als Faustpfand nutzen. Er tat das nicht aus Mitleid mit den Häftlingen. Er will vor den Alliierten gut dastehen, sollten die gewinnen. Überall im schrumpfenden deutschen Herrschaftsgebiet vernichten SS-Männer Beweise, setzen Baracken in Brand, machen ganze KZs dem Erdboden gleich. Hitler und Bormann ziehen sich aus der Wolfschanze nach Berlin zurück. Die Hauptstadt liegt in Trümmern. Auch Hitlers Reichskanzlei ist getroffen von alliierten Bomben. Nur Erdgeschoss und Keller sind noch nutzbar. Hitlers Büro und Wohnung werden in dem nicht ganz fertiggestellten Führerbunker tief unter dem Garten der Reichskanzlei verlegt. Die Pläne stammen von dem Mann, dem Hitler lange Zeit am meisten von allen vertraut hatte, Albert Speer. 18 Räume mit Betonwänden, eine unterirdische Festung. Rund um die Uhr von SS-Männern bewacht. Doch der Mann, den sie schützen sollen, ist nur noch ein Gespenst. Anfang 1945 ist Hitler nur noch eine leere Hülle. Er nimmt unzählige Medikamente. Hitler ist körperlich am Ende. Seine linke Hand zittert seit dem Attentat. Doch Macht abgeben will der Diktator auf keinen Fall. Es gehört viel Mut dazu, zu sagen, diese Befehle sind falsch. Das macht keiner. Hitlers Umgebung weiß, jede falsche Bemerkung ruft Martin Bormann auf den Plan. Hitler vertraut immer wieder auf Bormann, wenn es darum geht, Leute von sich fernzuhalten oder auszuschalten. Hitler ist jemand, der es nicht mag, offen Leuten gegenüberzutreten. Im Zweifelsfall ist es eher so, dass wenn er auf einmal über Leute erbost ist, dass er häufig in dem Moment einfach nur freundlich wird. Man muss eigentlich, wenn Hitler zu freundlich wird, gibt es ein Problem. Und er hat dann hinterher, nachdem die Leute weg waren, zu Martin Bormann gesagt, den will ich nie wieder sehen und dies und das soll gegen diese Person passieren. Alle sind sehr angespannt. Alle wollen Hitler bei Laune halten. Alle wissen, dass Bormann Männer losschicken und sie töten kann. Nördlich von Berlin, im Sanatorium, setzt Heinrich Himmler alles auf eine Karte. Er lässt durch seinen Masseur eine Nachricht an den Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes übermitteln. Der Massenmörder will Pluspunkte im Ausland sammeln für die Zeit nach der Niederlage. Himmler beginnt, KZ-Häftlinge als Verhandlungsmasse zu benutzen. Jüdische Leben im Tausch für das eigene. Es ist wirklich abscheulich. Er benutzt Geiseln, quasi menschliche Schutzschilde, um bessere Bedingungen für sich selbst auszuhandeln. Für Hitler wäre das Verrat. Er würde Himmler hängen lassen. Aber das zeigt auch, wie wenig Autorität Hitler noch über Himmler hat. Der SS-Chef spielt ein gefährliches Spiel mit höchstem persönlichem Einsatz. Himmler will durch die Freilassung von Häftlingen Verhandlungen mit den Alliierten eröffnen. Himmlers Glaube, dass ausgerechnet er in der Lage sein sollte, mit den westlichen Alliierten einen Separatfrieden zu diskutieren oder auch zu schließen, ist natürlich extrem naiv. Der Architekt des Holocaust als Retter von Juden? Himmler ist ein Fantast. Er überschätzt völlig seinen Status und seine Möglichkeiten. Capabilities.
Dabei gehen genau in diesen Wochen die erschütternden Bilder um die Welt, die alliierte Truppen bei der Befreiung der KZs filmen. Am 27. Januar 1945 waren sowjetische Soldaten im Süden Polens auf einen riesigen Lagerkomplex gestoßen. Auschwitz-Birkenau. Die größte der deutschen Mordfabriken. Mehr als 1 Million Menschen sind allein hier ermordet worden. Vor allem Juden. Im Lager finden die Befreier 600 kranke und sterbende Gefangene. Berge von Kleidung und Schuhen. Beweise für das Jahrhundertverbrechen. Rüstungsminister Albert Speer wird klar, der Krieg ist endgültig verloren. Entscheidend für Speer ist der Verlust Oberschlesiens, der dortigen Schwerindustrie und des Kohlereviers. In einem Memorandum legt Speer Hitler die aussichtslose Lage der Rüstungsproduktion dar. Aus Schlesien kamen 60% der deutschen Kohle. Die vorhandenen Vorräte reichen nur noch 2 Wochen. Er erkennt, dass die schwer angeschlagene deutsche Industrie nicht mehr lange durchhalten kann. Hitlers Reaktion ist ein Wutausbruch und der Befehl, die Zukunft der Deutschen zu zerstören. Hitler erlässt den sogenannten Nero-Befehl, verbrannte Erde. Nichts soll für die Alliierten bleiben. Speer soll dafür sorgen, dass der Nero-Befehl ausgeführt wird. Hitler schreibt, das deutsche Volk habe sich als das Schwächere erwiesen und verdiene kein Weiterleben. Für Speer geht das zu weit. Es steckt eine gewisse Ironie darin, dass Hitler diesen Befehl ausgerechnet Albert Speer erteilt. Diese beiden sehen sich als Architekten und Baumeister. Und nun macht Hitler kehrt und sagt, ich will, dass alles zerstört wird. Jede Fabrik, jede Lokomotive, jede Brücke, jede Straße. Alles muss zerstört werden. Dieser selbstmörderischen Walhalla-Idee, alles zu zerstören, kann Speer nicht folgen. Er will nicht, dass das deutsche Volk selbstmörderisch zugrunde geht und verhungert. Die Deutschen sollen nicht zu Hunderttausenden sterben. Am Tag vor dem Nero-Befehl ist Josef Goebbels genau 12 Jahre lang Propagandaminister. Pünktlich zum Jubiläum greifen alliierte Bomber Berlin an. Einer von mehr als 300 Angriffen gegen die Reichshauptstadt. An diesem Sonntag fallen mehr als 3000 Tonnen Bomben. Nur wenige deutsche Jagdflugzeuge werfen sich den Bombern entgegen. Ihre Verluste sind höher als die der amerikanischen Angreifer. Die Gegner fliegen fast ungehindert über Deutschland. Das ist ein böses Omen, ein wirklich schlechtes Zeichen. Bei einem dieser Luftangriffe wird Goebbels Ministerium zerstört. Allmählich wird auch den Radikalsten klar, das Spiel ist aus. Als die Top-Nazis erkennen, dass der Krieg verloren ist, dass Hitlers Zeit kurz vor dem Ende steht, reagieren sie sehr unterschiedlich. Aus dem Konzentrationslager Ravensbrück nördlich von Berlin werden mehrere tausend jüdische Häftlinge entlassen. Sie werden in die Schweiz und nach Schweden gebracht. Himmlers Plan, ausgerechnet er könne den Judenretter spielen,
macht die Aktion möglich. Der SS-Chef fordert 5 Millionen Franken für das Leben der Häftlinge. Himmlers Motiv ist Angst. Die Hoffnung, Mitglied einer deutschen Nachkriegsregierung zu werden, ist der Strohhalm, an den sich der SS-Chef klammert. Goebbels dagegen kann sich kein Leben ohne Hitler vorstellen. Die Rote Armee steht schon an der Oder. Goebbels organisiert einen der letzten öffentlichen Auftritte des sogenannten Führers. Er ist ungepflegt, hat sich körperlich aufgegeben. Auch Martin Bormann bleibt bis zuletzt bei Hitler. Er hatte auf eine Flucht in die Bunker am Obersalzberg gehofft. Aber Hitler bleibt in Berlin. Und Bormann auch. Seine Macht gründet einzig auf der Nähe zum Diktator. Das zeigt, dass Hitler tatsächlich für ihn wie ein Gott ist. Ein gutes Dutzend fanatischer Nazis versammelt sich zur Höllenfahrt im Berliner Untergrund. Goebbels zieht mit Gattin Magda und den 6 Kindern in den Führerbunker. Magda ist leidenschaftliche Anhängerin Hitlers. Auf mich wirkt das gleichzeitig tragisch und verstörend. Sie sagt, sie kann in einer Welt ohne Nationalsozialismus nicht leben. Diese Aussage zeigt auf bedrückende Weise, wie das Naziregime die Menschen wider alle Vernunft infizieren konnte. Beide wollen mit Hitler im Bunker bleiben. Sie wissen, dass das den Tod bedeutet. Auch Eva Braun, Hitlers Geliebte, zieht im Bunker ein. Sie ist eine geheimnisvolle Figur. Und gerade im Bunker wirkt sie irgendwie unpassend glamourös. Sie lächelt, bewegt sich kokett und spielt den verzweifelten Menschen dort die Illusion einer heilen Welt vor. Das tausendjährige Reich liegt nach 12 Jahren in Trümmern. Die meisten von Hitlers Helfern ziehen nicht in den Berliner Bunker. Sie hoffen irgendwie, dem drohenden Strafgericht der Sieger zu entkommen. Für die unten im Bunker gilt das nicht. Sie wollen lieber untergehen und für ihre Sache sterben. Nur 2 von Hitlers engsten Komplizen werden die nächsten 5 Wochen überleben. 5 Wochen, die viele Deutsche als demütigende Niederlage erleben. Tatsächlich aber ist es die Befreiung vom mörderischen Regime der Nazis.